Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Nerim. Ja, beim letzten Mal haben wir noch ein bisschen eine Panzerknacker-Tour durch Erotin gemacht. Ich habe das Ganze nochmal ein wenig erweitert und wie ihr seht, ja, ein bisschen was habe ich noch gemacht. Gab auch nochmal zwei Lehrbücher aufs Haus. Müssten wir jetzt wieder drei Punkte haben. Wenn ich mich nicht irre. Okay, keiner. Ach ja, jetzt. Alles klar. Und durch das Klauen, ich habe auch in der Bank ordentlich noch den Panzerknacker gemacht, haben wir jetzt ein Kopfgeld. Und was ich euch noch kurz zeigen wollte, ich bin mir nicht sicher, ob ich euch das schon mal gezeigt habe. Es gibt hier in der Kanalisation von Erotin diese rote Truhe. Und da kann man quasi sein Kopfgeld für die Hälfte loswerden. Offenbar hat die Diebesgilde ein Arrangement mit einem korrupten Beamten der Justizanstalt. In dieser Truhe wird die Hälfte des fälligen Kopfgeldes und ein Pergament mit dem Namen der gesuchten Person gelagert. Irgendwann kommt der Beamte und kassiert das halbe Kopfgeld als Bestechung, um alle Unterlagen der betreffenden Person verschwinden zu lassen. Ich habe jetzt 60, weil ich einige Sachen geklaut habe, Pergament mit meinem Namen und 30 Gold in der Truhe lagern. Oh. Außerdem muss ich ein Tintenfass und eine Feder im Inventar haben. Scheiße, Leute, das geht gar nicht. Ich mache das auch zum ersten Mal. Ah, Mist. Das geht gar nicht. Ja, ich werde mal versuchen, das schnell zu besorgen. Wir sehen uns gleich hier wieder. So, Leute, da bin ich zurück. Ich hoffe, ich habe jetzt alles. Pergament mit meinem Namen und 30 Gold in der Truhe lagern. Jawohl. Kopfgeld für die Hälfte loswerden. Ja, also man braucht natürlich das Geld, also die Hälfte davon, dem Kopfgeld. Ein Pergament, eine Feder und ein Tintenfass. Das wird auch alles entfernt, wie ihr seht. Ach nee, die Feder ist noch drin. Das Tintenfass auch, nur das Pergament quasi nicht. Alles klar, gut. Dann müssten wir jetzt wieder hier auf Null sein. Ja. Hä? Ah, ja, okay. Also, da kommt dann so eine Meldung und dann verschwindet das wohl irgendwann. Jedenfalls, das wollte ich euch nochmal fix zeigen. Und es geht dann jetzt direkt hier weiter. Und zwar wollte ich euch noch wieder mitnehmen. Wir gehen mal eben schnell raus und dann gehen wir direkt dahin, wo ich möchte. Und zwar habe ich noch was entdeckt. Aber nicht hier, sondern wir reisen jetzt erstmal eine Runde, meine Lieben. Und zwar nach Kabaed. Denn da gibt es was Neues, was ich euch gerne zeigen möchte. Ich habe das Gefühl, dass mir die Wachen jetzt keine Probleme mehr machen werden. Also wurde das mit dem Kopfgeld quasi jetzt erledigt. Können wir mal reingucken. Ja, da steht jetzt zwar immer noch 60, aber ja, keine Ahnung, das wird jetzt wohl nichts mehr kommen. Und zwar, schaut mal, Leute. Kabaed wird wieder aufgebaut. Richtig cool, Leute. Das Haus da ist neu. Richtig geil. Und hier hat sich noch mehr getan. Und wir werden uns jetzt auf jeden Fall hier erstmal umschauen, was es jetzt hier so zu entdecken gibt. Bin der Meinung, die Sachen gab es hier beim letzten Mal auch nicht. Ich habe mehrere. Okay, der sagt nur Blödsinn. Hier sind wir ja schon gewesen. Das war ja das magische Geschoss. Okay, also hier hat sich nichts verändert. Gucken, ob man hier noch wieder Erz abgreifen kann. Kann man? Dann nehme ich das natürlich mit, ganz klar. So.
So, dann gehen wir doch mal hier ins Haus und gucken, was es jetzt hier gibt. Ich bin gespannt. Oha. Müssen wir gleich wieder den Panzerknacker hier machen. Aber es ist ja geil, dass sie die Stadt wieder aufbauen. Das finde ich ja richtig cool. Gucken, ob es hier irgendwas zu holen gibt. Hahaha, geil. Leute. Ein Banktresorschlüssel, richtig geil. Also wie gesagt, wenn man damit, ich sag mal, kein Problem hat, dann kann man hier auch noch die ganzen Bücher und so nehmen. Ja, werde ich jetzt nicht machen, weil ich habe eigentlich auch genug Kohle. Gab es hier noch mehr? Nee, oder? Nee, hier war keine weitere Etage, ne? Ach doch. Ja, sehr geil, Leute. Das ist natürlich cool, dass das hier wieder aufgebaut wird. Mega. Und es gibt hier auf jeden Fall noch mehr Häuser. Lottas Haus. Okay. Gucken wir auch mal rein. Denn das wird hier alles wieder aufgebaut. Mega cool. Gut, könnte man jetzt machen, aber... Oh, geil, Leute! Lehrbuch! Ich habe übrigens meine Lehrpunkte eingelöst, noch in Erotin eben fix gemacht. Geil, Leute! Ja, wie gesagt, das mit dem Geld und so... Mach mal deine Ratte weg, ne? Brauchst du ja nicht, ne? Lotta. Ja, warum das jetzt hier mit Clown angezeigt wird, weiß ich nicht, weil ich habe jetzt hier keinen NPC gesehen. Aber ist auch egal. Wie gesagt, ich habe eh schon Kopfgeld. So, ich glaube, das war hier die Schenke. Ja, da waren wir schon drinne. Dann lasst uns mal gucken. Oh, es ist geil, dass das wieder aufgebaut wird. Oh, hier die Figur, Leute. Wie geil. Das ist bestimmt Taranor. Oder? Wie soll das sein? Ja, doch, doch, das ist der, ne? Geil, das wurde hier alles wieder aufgebaut. Wie cool ist das denn, ey? Zeltleit, Wand, Tür. Okay, was soll das sein? Gut. Okay, das muss man nicht verstehen. Sichere Tour. So, was gibt's denn noch? Großes Haus. Geil, wurde auch aufgebaut. Bin ich der Meinung, war hier auch noch nicht. Vorher. Ey, so cool, dass das hier wieder alles aufgebaut wurde. Ist hier noch irgendwas? Nee. Ja, hier kann ich ja wieder nehmen, ne? Hier wird ja nicht angezeigt.
in so einem Schrank erstmal Lebensmittel drinne. Zutaten sind immer gut. So. Reicht. Reicht, reicht. Ich will mich damit nicht aufhalten. Oh, was gibt's hier noch? Schmutzbücher gibt's. Ja gut. Könnte man jetzt mitnehmen, die Bücher. Will ich jetzt nicht. Pass niemals einen Besen rein, ey. Vergiss es. Hammer. So. Das war's. Scheint so, ne? Ja gut, okay. Gab's nicht ganz so viel. Aber das gehört halt dazu, ne? So. Was gibt's denn hier noch? Oh, hier ist auch alles wieder aufgebaut, Leute. Unmöglich. Oha. Hanna und Brahl. Was gibt's hier? Diebesausstattung, das glaube ich hatten wir schon. Oh, ist das geil. Rikus Handelswanne. Hier ist auch noch ein Haus. Schön den Panzerknacker hier machen, Leute. Ist das geil. Oh, hier ist wieder Clown angesagt. Hm. Okay. Leute, ein magisches Symbol. Ich fasse es nicht. 88 von 100, ist das genial. Oh, das war der reinste Volltreffer, hierher zu kommen. Geil. Oh, ist das fantastisch. Richtig cool. Geil, Leute. Hier wird alles wieder aufgebaut. Ist das hier auch schon fertig? Nee. Hier sind sie noch nicht fertig. Okay, aber vielleicht das kommt das später nochmal. Geil, hier wurde das alles wieder aufgebaut. Ist das toll. Das sieht auch richtig schön aus. Ich werde jetzt nochmal bei Taranor vorbeigucken. Vielleicht hat der noch was zu sagen. Und wir sehen uns dann gleich bei Taranor. So, ich bin bei Taranor. Mal gucken, ob der was zu erzählen hat. Jetzt sind wir wieder frei und unabhängig. Es ist sagenhaft. Sagenhaft. Leibwächter. Oh, soll ich den mal heilen? Der ist ja total am Ende, sagt er. Wie ist das noch? Heilende Funke, ne? So. Oh, Taranor ist ja auch total am Ende. Oh, dann lass uns den mal heilen. Na, Kumpel? Ah, zumindest ein bisschen grünen Bereich, ne? So. Ihr werdet bei mir niemals in Vergessenheit geraten. Das sah total geil aus. Nee, er hat tatsächlich nichts zu erzählen. Schade. Na gut, dann gehen wir wieder weg hier. Ich glaube, hier gab es ja auch nichts weiter. Oder? Ich kann ja nochmal... Nerim? Nee, irgendwie nicht, ne?
Ach, hier war auch noch eine Tür. Okay. Ah, ja. Hier sind wir reingekommen damals. Ich erinnere mich. Okay. Oh, hier ist auch noch eine Tür. So, von da sind wir gekommen. Ah, war ich hier in der Tür wahrscheinlich auch schon. Mal reingucken. Ah, hier war ich bestimmt schon. Hier gibt es auch gar nicht so richtig was. Auch alles zu klauen. Hier Pergament. Was ist das hier? Mach mal ein bisschen Licht hier. Botten, Pen. Kurze Hose. Kabaret der Prinzessinnen-Schuhe? Was ist das denn? Machen wir mal die Tür zu hier. Das ist schon wieder Clown. Einmal, oh, juckt total das Ohr. Quest aktualisiert, kein festes Schuhwerk, Kabarett der Prinzessinnen-Schuhe. Ich habe ein interessantes Paar Schuhe gefunden. Madame Boddenbrook dürfte daran interessiert sein. Was? Geil, Leute, denn war ich hier doch noch nicht. Oder ich habe die Dinger übersehen, das kann auch sein. Gut, war jetzt wieder Clown. Ist natürlich schlecht. Bloß keine Wache jetzt hier ansprechen. Ist bestimmt wieder gleich das Kopfgeld gestiegen. Und da ist das Spiel abgestürzt. So, meine Lieben. Wir sind zurück. Und zwar nicht mehr in Kabaret. Mir ist da noch ein paar Mal das Spiel abgestürzt. Und ich habe mir dann gleich gedacht, dass wir quasi auch gleich nach Steinfeld können. Und ja, hier sind wir. Dann lasst uns mal reingehen zu der Madame und die Schuhe abgeben. Habt ihr mir ein paar Schuhe mitgebracht? Ja. Lasst sehen. Oh, in der Tat, sie sind durchaus präsentabel. Hier habt ihr eure Entlohnung. Wenn ihr noch mehr findet, bringt sie umgehend zu mir. Geil. Gab wieder 400 Groschen dafür und 500 EP. Und dann geben wir direkt noch die anderen ab. Lasst sehen. Oh, in der Tat, sie sind durchaus präsentabel. Hier habt ihr eure Entlohnung. Wenn ihr noch mehr findet, bringt sie umgehend zu mir. Geil. Gab auch 400 und 500 EP. Richtig cool. Leute, und wir haben die Quest beendet. Quest beendet, kein festes Schuhwerk. Madame Boddenbrook ist mit ihrer Sammlung zufrieden. Geil, Leute. Da haben wir erstmal doch direkt die Quest abgeschlossen. Hammer. Hammer, Leute. Geil. Boah, ist das der Knaller oder ist das der Knaller? Richtig cool. Da habe ich ja überhaupt nicht mit gerechnet. Das waren die letzten beiden Paare. Ja. Ich guck mal eben, was hier bei ihm, was er so... Boah, geil, er hat hier... Die nehme ich direkt mal mit. Den kann ich nämlich schön schmieden noch. Wenn wir schon mal hier sind. Das ist ja immer ein bisschen blöd. In Steinfeld ist ja leider keine Teleporter-Plattform. Da ist man nie hingekommen, ne? Was da wohl hinter ist. Naja, soll wohl so sein. Ja, cool, Leute, dann haben wir das auch. Also, da habe ich ja, wie gesagt, überhaupt nicht mit gerechnet. Und es geht jetzt an unser nächstes Ziel. Ihr dürft gespannt sein. Ich habe mir ja was überlegt. Und da sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. So, Leute, willkommen zurück. Ja, ihr fragt euch, wo sind wir? Wir sind im Piratenunterschlupf.
denn ich wollte euch hier noch was zeigen, was ich hier entdeckt habe. Eigentlich wollte ich nicht mit euch hier hin. Ich wollte woanders hin, aber ich habe hier was gefunden. Leute, ihr werdet das nicht glauben. Ich wollte hier noch ein paar Hehler-Sachen loswerden und habe mich dann quasi unten schon umgesehen. Hier oben habe ich noch nichts eingesammelt, aber ich bin hier hoch. Und Leute, guckt euch das an. Hier sind zwei Tränke der Tragkraft. Ich kann ja mein Glück nicht fassen, ne? Also, zack, zack. Und wir sind jetzt bei 853. Ist das geil? Ist das geil? Hier im Piratenunterschlupf kann man nämlich alles nehmen. Außer eine Sache nicht. Hier kann man alles nehmen. Ich habe hier alles leergeräumt. Bis auf das Erz. Das Erz ist rot gekennzeichnet. Das darf man nicht nehmen. Aber alles andere scheißegal. Nehmt euch. Gönnt euch. Und dabei war ich dann halt auch oben und habe diese Tränke gefunden. Ist das geil. Herrlich. Herrlich. Ich habe auch noch mal geschmiedet. Und jetzt geht's aber wirklich dahin, wo ich eigentlich mit euch hin wollte. Der ein oder andere hat jetzt garantiert schon eine Vermutung. Und was mir immer noch nicht klar ist, Leute, das zeige ich euch noch mal ganz schnell. Ich glaube, ich habe euch das aber schon gezeigt. Sicher bin ich mir jetzt nicht mehr. So, jetzt greift uns hier erstmal jemand an. Ja, wer denn? Ah ja. Okay. Er läuft weg, sagt er. Gut. Und zwar Morianes Haus. Ich frage mich immer noch, was das damit auf sich hat. Ich bin fast der Meinung. Genau, die greift er nämlich gleich an. Und ich weiß nicht, was das damit auf sich hat. Die kommt auch nie raus aus dem Haus. Und, ja, keine Ahnung. Ich will die jetzt aber auch nicht umbringen. Deswegen haue ich jetzt ab. Ja, falls einer eine Idee hat, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich weiß es nicht, was das auf sich hat. Mit ihr. Tja, und jetzt wisst ihr auch, wo ich hin will. Wir haben nämlich noch ein Teil offen, und zwar Cerobilon. Vor langer Zeit war ich hier schon mal. Damals wollte ich das noch nicht machen. Deswegen sind wir quasi sehr lange hier nicht hingekommen. Ich habe es dann zwischenzeitlich tatsächlich auch vergessen, um ehrlich zu sein. Aber ich habe mir gedacht, die Hauptquest nimmt ja jetzt doch, sag ich mal, eine recht starke Wendung. Und es geht ja auch wieder nach Arctwend. Unser Kumpel Narazul Arantial, der ist da ja schon. Und ich habe mir gedacht, bevor wir das machen, nehme ich doch Cerobilon noch mit. Tür geöffnet mit Schlüssel nach Cerobilon. Ich bin total gespannt, Leute, was hier abgeht. Oh, das sieht ja schon richtig geil aus mit dem Strahl hier. Hier kommen wir nicht lang. Das heißt, wir müssen rechts rumgehen. Direkt mal einen Arkanstein. Oh, was? Wasserelementar.
Ich fass es nicht. Hier ist auch noch ein Arkanstein. Puh, das geht schon gut los hier. Ich bin gespannt. Spitzhacke. So. Okay, jetzt muss ich tatsächlich mal auf die Karte gucken. Wo das hier lang geht. Ich bin wieder total lost mit meiner Orientierung. Okay. Kann ich doch nicht weiter. Muss ich hier irgendwas mit dem Ding machen? Kann ich gar nicht. Nee, hier kann ich ja gar nichts machen. Hier? Da sterbe ich doch, wenn ich hier runtergehe, oder was? Ah! Ja. Das habe ich mir schon gedacht. Aber wie komme ich denn jetzt weiter? Ich bin schon wieder blöd, oder was? Ach du Scheiße, da komme ich jetzt, bin ich jetzt blind. Hier komme ich auch nicht lang. Okay, ja Leute, da bin ich tatsächlich schon direkt überfragt. Muss ich da mit dem Ding was machen? Boah, ist das peinlich, ey. Ich kann die nicht öffnen, Leute, die Tür. Und hier kann ich gar nicht rum, da ist gleich dicht. Es wird auch gar nicht so eingezeichnet. Uiuiuiui. Okay, ja, da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Also, das habe ich mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt. Dass wir zumindest außer den Eingang noch ein bisschen mehr hier sehen. Aber ich muss gerade sagen, ich stehe total auf dem Schlauch. Und weiß hier überhaupt nicht, was ich hier machen soll. Ich sehe hier auch keinen Hebel oder so. Kann hier auch nichts... nicht interagieren. Ja gut, Leute. Okay, das war jetzt peinlich. Ich habe gedacht, wir sehen jetzt hier sonst was. Ich muss die Folge leider unterbrechen, weil ich muss da mal drüber nachdenken. Ich will jetzt aber nicht hier die ganze Zeit rumlaufen. Deswegen herzlichen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es war trotzdem cool. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier in Cerobilon wieder. Ich hoffe, ich habe bis dahin das Rätsel hier gelöst, wie ich hier weiterkomme. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.